So Jungs, heute geht's. Keine Ahnung, ich hab's einfach da gelassen. Heute geht's zu Ehren nach Berlin. Es regnet. Ich hoffe, in Berlin ist das Wetter besser. Hab schon zwei der Jungs abgeholt, wir fahren jetzt zu fünft. Und boah, es ist gerade 9:30 Uhr. Ich habe gehört, die Zeit-Events fangen schon um 11 Uhr an. Irgendwie bis 16 Uhr oder so. Und ja, ich denke, wir nehmen ein paar Side-Events mit, weil ich Deck noch nicht gebaut habe. Das heißt, ich muss erstmal dahin und dann mich hinsetzen und bauen. Aber sollte schon fit gehen. Und wir müssen allgemein um 16 Uhr da sein, weil wir uns vor, also so gesehen, melden müssen, dass wir halt am Start sind. Also ein Check-In halt, basic. Für morgen, für die EM. Also um seit einem Tag wirklich vorher dahin und so, hey, ich bin am Start, ne? Ich bin da. Und ja, weil wenn die Leute sich nicht melden, dann lassen sie halt noch ein bisschen Plätze frei für die, die ja halt kein Ticket bekommen haben, so habe ich verstanden. Ja. Wird auch wieder viel los sein. Ich denke mal, es sind bestimmt 2 Teilnehmer. Ich weiß nicht, das erfahren wir dann später. Und ja, wir holen jetzt auch immer noch Lawson ab und Stoffi noch ab und dann geht's los. Noch kurz tacken, Kaffee schon gegönnt, dann geht's doch nach Berlin. Ich hoffe, ich meine, wenn keine Baustelle ist, 3,5 Stunden, aber da wird viel Baustelle sein. Deswegen denke ich, unter 4 Stunden ist da nichts. Aber ja, mal gucken, ob wir noch einen Zwischenstopp machen oder nicht. Dann, ja. Sonst sehen wir uns dort. Peace. So, angekommen in Türkei, Berlin. Wirklich, ich fühle mich hier in der Türkei. Nur türkische Läden. Wir sind gerade im Parkhaus vom Event tatsächlich direkt, also von der Location. Das ist gleichzeitig auch ein Hotel. Also wir müssen einfach nur hoch, so wie ich es verstanden habe. Und ja, wir haben, so wie ich es verstanden habe, bis 16 Uhr Zeit, jetzt heute noch. Es ist gerade 15 Uhr, glaube ich. Uns zu melden, dass, also zu Check-in zu machen, dass wir da sind für das Main-Event, für die EM. Und so wie ich verstanden habe, gibt es auch noch bis 16 Uhr Side-Events, das heißt, wir werden kein Side-Event spielen können. Aber ja, es soll bis 19 Uhr offen sein, das heißt, wir chillen da noch ein bisschen, gehen zu Alibaba und so. Und der Jay braucht wieder mal 3 Jahre, um irgendwie seine Sachen da rauszuholen. Na? Ja, also gut angekommen, war ein bisschen Stau, viel Baustelle, aber alles in allem war es eigentlich eine angenehme Fahrt. Ich habe sogar eine Pause gemacht. Ging eigentlich recht fix. Die Strecke nach Berlin ist okay. In Berlin hat es viel gestaut. Und, aber es ist noch relativ früh, ne? Also wir wollen jetzt noch nicht mal einchecken. Wir gehen erstmal, wie gesagt, in die Venue. Danach wahrscheinlich essen und so. Hier sind ja überall nur türkische Läden. Also das ist crazy, wenn man aus Kiel kommt. Das ist schon eine heftige Umstellung. Digga, was suchst du denn da? Suchst du das One Piece? Ja. So nicht? Black for real, was suchst du da? Ich habe alles. Du hast alles? Hoffentlich. Okay. Bin echt gespannt, wie es da drin aussieht. Also vermutlich 2000 plus Teilnehmer. Das ist schon crazy. Für eine EM auf jeden Fall. Wenn wir so viele hätten wie bei der DM, dann würde das auch bedeuten 12 Runden. Ich werde auf jeden Fall keine 12 Runden spielen. Wie gesagt, der Plan ist 0-2 Drop. Aber wird sich dann zeigen. Okay, ich glaube, wir müssen einfach darüber. Ja, wir müssen da einfach nur rüber. Aus. Also, das ist Luxus, ehrlich. Einfach direkt hier runter, wir sind beim Auto. Das ist wirklich Luxus. Also es ist schon Luxus genug, dass die EM in Berlin ist, aber location-technisch auch. Jetzt ist die Frage, wie viel Schlange ist hier? Das ist das Wichtigste, was ich wissen muss, weil vorhin haben wir mitbekommen, dass hier riesen viel Schlange war. Also, haben wir Fotos gesehen, nur fürs Check-in. Und wenn es wie letztes Jahr ist, müssen wir, glaube ich, fürs Check-in unsere Ausweise vorzeigen und kriegen dann auch Sleeves und Playmat, so wie ich es verstanden habe. Was für Playmats weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, habe ich mich nicht informiert, aber ich zeige euch das mal, wie das hier aussieht. Ich weiß nicht, warum jeder hier hochgeht, aber sieht gut aus. Also das ist basically ein Hotel. Ich glaube, da ist das Hotel, oder? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay, sind durch. Coole Steves bekommen. Hammergeile Vanquish Soul Playmat bekommen. Kann ich aber später genauer zeigen. Da ist Caesar drauf. Da ist, wie heißt die nochmal? Pantera. Pantera, genau. Caesar und Pantera. Und eine hammergeile Münze bekommen. Und zwar vom Cyberdrachen. Aber das kann ich später nochmal genau zeigen. Okay, hier gibt es mehrere Hallen. Das ist krass. Das heißt, weil wenn man seinen Matchups hat, dann muss man erstmal gucken, welchem Saal man ist, oder? Achso, hier wird gar nicht gespielt. Okay, Moment. Hier sieht das so aus.
Das ist krass gemacht, ne? Deutlich, deutlich heftiger als bei der DM, ehrlich gesagt. Ich sehe Mummel. Ja, Mann. Dieser Tim. Ja, stimmt. Crazy. Voll schön. Richtig nice gemacht. Wo ist auch das, Olli? Das sieht aber echt schön aus. Ja, Mann. Ah, ich habe Kaffee beim Besuch. Hier haben wir Olli. Und ja, den Ordner haben wir im Auto vergessen. Von Sascha? Ja. Wir haben ja noch. Ja, wir kommen ja noch mal her. Auto ist eh nicht weit entfernt. Der gute Tyrone hat mich beauftragt, seine Karten bei Olli zu verkaufen. Oh, das ist schon mal eine Giant Card. Oh, Juwel. Juwel in klein und explodiert in Giant. Das sieht aus wie eine Mathelehrer bei Abi. Wir sind halt die ganzen Kreise. Hier ist. Das, ach, hier ist Main Venue dann zum Zocken. Also. Sieht gut aus. Wow. Wird auch schon gezockt. Ich glaube, das ist für die Worlds Playoffs, die hier gerade gespielt werden. Ich schau mal, was genau das ist. Ja. So, jetzt sind wir hier. Yo, es geht. Alles fresh. Geht's hier? Ja, jetzt sind wir hier. Heute für uns kein Event. Ich muss noch Deck bauen. Und muss halt bis 19 Uhr wohl Deckliste einreichen über Neuron. Das heißt, wir setzen uns gleich irgendwo hin und machen das. Aber ja, wollen wir erstmal zu Alibaba gehen? Ja, komm. Okay, kurz dem mal Hallo sagen. Aber schön gemacht hier, ehrlich. Also es reicht nicht Platz, viel Luft, also sehr schöne Klimaanlage auch. Hier ist, also draußen ist es sehr warm in Berlin tatsächlich, obwohl es regnet. Aber hier drinnen? Ist voll klimatisiert, also kann mir gar nicht vorstellen, hier rauszugehen. Wahrscheinlich werde ich den ganzen Tag morgen hier bleiben und nicht an die frische Luft gehen, weil, wie gesagt, hier ist es deutlich angenehmer als draußen. Aber gut, ja, dann gehen wir erstmal zu Alibaba und so und dann sehen wir uns wieder. So, im Hostel angekommen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Kann man machen. Jay wieder mit seinem Umzugskarton. Der Klassiker. Keine Ahnung, wo unser Zimmer ist. Ich warte noch auf Lawson. Jo. Wo bist du hin? Das muss in dein Auto. Okay. Okay, wir gehen eh gleich raus. Achso, ja. Wo müssen wir hin? Okay, zweiter Stock. Zweiter Stock. 126. Wieso ist das hier so warm? Weil das Fenster geschlossen ist. Oh mein Gott. Hier drin ist zu wenig Sauerstoff. Hier ist gar kein Sauerstoff. Wer ist dieser Sauerstoff? Digga. Hey, Fernseher und Kühlschrank, cool. Auch mit der Scheiße. Oh. Naja. Ich weiß nicht, ob ich hier pennen kann, Digga, bei der Luft, die nicht existiert. Aber wir haben einen Tisch, das ist sehr gut. Also, wer will oben, wer will unten, wer will welches Bett? Ich gehe hier. Unser Tisch war mit in der Anzeige dann. Ich bin hier. Also. Oben oder unten? Sucht es euch aus. Ich glaube, ich schlafe lieber unten. Du sagst unten. Joker, was sagst du? Ich, mir ist egal, Bruder, wo willst du? Also. Wenn einer unten steht, können die anderen beiden hier oben schlafen, ist egal. Deswegen? Ja. Juckt nicht. Ja, dann können wir ja spontan entscheiden. Es geht nicht darum, ob jemand umschläft oder nicht. Wie wäre es relativ offen, oder? Ich glaube, unter mir will keiner schlafen. Boah. Na gut, dann schlafe ich eben hier. Nicht, dass es einstürzt oder so. Na gut, wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen. Wir müssen jetzt schnell die Decklisten fertig machen. Wir haben bis 19 Uhr Zeit, es ist schon irgendwie 18 Uhr irgendwas. Wir haben scheiße viel Hunger. Deswegen. Ja, gleich Decklisten und Döner. So, Allergie kickt maximal rein. Augen vom Arsch. Kein Bock gehabt, Cetirizin zu nehmen, weil das so müde macht. Ja, muss ich jetzt da durch. Wir waren jetzt im Hostel
unsere Decklisten fertig gemacht. Wirklich zufrieden bin ich nicht. Witzige Geschichte. Ich wollte Kashtira Sprite spielen, Blind Second. Ich war überzeugt, habe ich getestet, habe ich krasse Winstreak mitgehabt. Und ich weiß nicht, wie das mir passieren konnte. Ich habe einfach meine Sprite-Karten alle zu Hause vergessen. Also ich hatte wirklich nur die Cash-Karten dabei und kein Sprite, gar nichts, null. Und ja, als mir das aufgefallen ist, hat Stoffi zwar gesagt, er hat noch Sprite-Karten, aber er hatte keinen Deep-Sea Diva und ein paar andere Sachen haben gefehlt. Und ich dachte mir, Alter, scheiß drauf. Ja, jetzt ist es wieder Gandora Cash, ungewollt. Runic Sun habe ich auch dabei, aber ich hatte keinen Bock auf Runic Sun. Vielleicht für Side-Events. Aber ja, ungewollt Gandora Cash. Und aber trotzdem habe ich Blind Second gebaut, also... Ja, mit Sprite fände ich es besser. Besseres Potenzial zu extenden, was Gandora Engine nicht kann. Du hast auf jeden Fall besseres Potenzial, so, ja, damit Gamma Burst zu OTKen, viel Material Zeus rauszuhauen und so. Hey, wir sind sogar hier. Das fällt alles weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit dem Deck großartig gut geht, aber wenn die Hände stimmen, wenn der Shifter am Start ist vielleicht. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt Döner essen, ich weiß nicht wo, noch ein bisschen einkaufen. Und aber in Berlin kann man, glaube ich, nicht sowas falsch machen, deswegen. Ja. So, wir sind übertrieben spät dran. Übertrieben meine ich wirklich auf die Minute. Es ist jetzt schon in einer Minute 9 Uhr. Das Event soll um 9 Uhr starten. Wir sind noch im Parkhaus. Bockt. Lawson ist noch im Auto. Keine Ahnung, was er so lange braucht. Naja, wir haben noch ganz kurz gefrühstückt. Also nur ein Brötchen und einen Kaffee im Hostel. Und ja. Berliner Verkehr, überall Baustellen auch. Also. Komm mal. Ich hoffe, normalerweise starten die Events immer so verspätet, also nicht genau auf die Minute. Ich hoffe, das ist wieder der Fall. Wenn nicht, wäre das schlecht. Aber wir sind jetzt da. Nur noch ganz schnell Taschenkontrolle, was ein paar Sekunden dauert. Nicht dein Ernst, oder? No way. Ach, Glück gehabt. Okay, wir sind drin. Guck mal, Neuron, ob du schon Matchup hast. Wenn nicht, ist ein gutes Zeichen. Puh, Digga, was für ein Stress, Alter, kenne ich gar nicht so. Kurz Taschenkontrolle. So, auf jeden Fall noch keine Ziehung, also noch keine Matches ready. Ging nochmal gut. Ja, wir sind eh nur eine Minute zu spät. Aber ich denke mal, keine Ahnung, ob es hier Announcements gab oder nicht. Ich denke mal, aber dass es noch ein bisschen dauern wird, bis das Ganze startet. Hier ist full, also nicht full. Das ist crazy. 2205 Teilnehmer. Nur für die EM selbst. Das ist die Frage, wie viele Leute sind hier, weil hier noch Side-Events stattfinden. Und allgemein halt so besucht. Crazy, man. So, Runde 1 mit Plan C. Ich habe mein Deck was eingespielt, wollte nicht mitgenommen, habe ich vergessen zu Hause. Ist ja auch noch nie passiert. Also Kashtira Sprite going Blind Second sollte es sein. Ich hatte aber Plan B dabei, das war Runic Stun. Aber darauf hatte ich irgendwie auch keinen Bock. Das heißt, ich habe Plan C ausgepackt und das war jetzt wieder Gandora Cash, aber Blind Second. Ja, Runde 1 war gegen Curly Sprite. Extrem knappes Game, 2-1 gewonnen. Beide Male mit Gandora OTK, man kennt sich anders. Und ja, wir haben heute insgesamt 9 Runden, aber 12 insgesamt, also morgen Nummer 3. 2285 Teilnehmer. Hier ist übertrieben viel los. Also hier sind definitiv 3.000, 4.000 Leute. Das ist crazy, was hier abgeht. Aber ja, Runde ist nicht gut. Mal gucken, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Lawson so lief. Mal schauen, ob ich die finde. By the way, die Giant Cards. Ich war mir sicher, die würden den neuen dunklen Magier haben. Ich meine, vielleicht haben sie den ja auch. Vielleicht kommt der später, weil die war eben auch nicht hier. Hier war eine andere Karte. Ja, aber das ist der Giant Card. Die Giant Card ist geil, ehrlich gesagt. Ja, aber sollte
überraschenderweise das Main Event für mich gut laufen. Das ist eh egal. Also ich hätte gar nicht mal gedacht, dass ich mit 1-0 starte, bin ich ehrlich. Das war sogar letztes Jahr, wo mein Deck definitiv besser war. Habe ich mit 0-1 gestartet, die EM. Da war noch der Restart erlaubt. Jetzt mit 1-0. Ich habe auch nur jetzt bisher nur einmal Shifter gesehen. Das ist in Ordnung, die Quote. 3 Games, also 2-1 gewonnen, 3 Games Shifter gesehen. War eh gegen Curly, das bringt jetzt nicht so viel dagegen. Man ist aber nicht drauf angewiesen. Es ist sehr schön, Shifter zu sehen. Kann einen Hardcore carryen. Aber so wirklich hart drauf angewiesen ist man jetzt nicht. Wie gesagt, zweimal Gandora hat auch okay gemacht, daher der Gameplan funktioniert und daher machen wir weiter so. Also Runde 2 war gegen Fritz mit Snake-Eye. Beste Deck des Formats, I guess. Ganz ehrlich, also der Typ war so abgefuckt, der hat gar keinen Bock mehr gehabt, mit mir zu reden. Bei Game 1 habe ich Shifter gehabt, er hat Snake-Eye Ash beschworen, das habe ich geimpromptet, damit er nicht diesen Vogel baut. Dann Gandora Crash. Und Game 2 habe ich wieder Shifter in den Prime gehabt. Also ihm ging es gar nicht gut. Da konnte ich ihn aber nicht OTK'en. Und dann habe ich ernsthaft mit Rysart und dem Dark Magician Red Eyes gebaut. Und Red Eyes hat dann den Rest gemacht. Also ja, 2-0. Ehrlich gesagt viel zu gut dafür, dass es Plan C war. War schon, letztes Jahr bin ich 0-1 gegangen. Zu Beginn jetzt 2-0. Heftige Besserung, aber es wird nicht leichter, Alter. So, Runde 3. Gegen Finn Smith Curly. Erstes Game gewonnen. Und dann, also erstes Game hat über 30 Minuten gedauert. Zweites Game ging es dann in Timeout. War noch 20 Sekunden auf der Uhr, hat er durch Timeout gewonnen. Und deswegen unentschieden. Bin ich aber auf jeden Fall zufrieden mit, weil ich stehe jetzt 2-1-0. Noch keine Niederlage, das ist gut. Vor allem, weil ich Plan C zocke. Aber es funktioniert sehr gut. Ich bin echt zufrieden mit dem Deck. Macht echt Spaß auch. Leute sind auch mal mies überrascht. Alle Gegner. Also ja, 2-1-0. Heute noch 6 Runden. Ja, wenn ich davon 5 gewinnen würde, wäre crazy. Mit 4 wäre ich auch zufrieden, aber da muss mindestens noch ein Unentschieden bei rauskommen. Also ja, mal gucken, was auch auf mich zukommt. Also es kann immer nur schwieriger werden von daher. Aber zweimal Pearly bis jetzt ist schon ein bisschen, ehrlich gesagt, unlucky, weil ich gehe ja blind second und ja, so ein Noir macht dann keinen Spaß, ne? So. Das ist ein bisschen unlucky gewesen, aber trotzdem hat bisher ganz gut funktioniert. Bin zufrieden. So, Bruder, erzähl mal. Wie läuft's bei dir? Alter, unfassbar, übertrieben geisteskrank, Giga-Arsch. Ich hab 3 Runden gespielt, hab alle 3 verloren, hab auch teilweise gemisplayt, aber ich hab null Emotion, null Feuer. Ich bin einfach innerlich tot, ich wandel hier rum. Ich hab eben, nachdem ich gedroppt hab, nach Runde 1, hab ich mich bei der Bühne da hinten wie ein Penner, hab ich mich hingelegt, ich hab meine Tasche da hingelegt, ich schwöre, ich lag da wie ein Obdachloser. Hab so ein bisschen die Augen zugemacht und schwöre, oh mein Gott, das hat sich so gut angefühlt. Ich wollte einfach loslaufen. Meine Organe hatten einfach keinen Bock mehr. Die haben gesagt, komm, du hast endlich deine Ruhe. Aber nicht Spaß, ich habe legit da gelegen. Ich habe einfach eingeschlafen, weil es hat sich so gut angefühlt, einfach mal kurz davon gerade weg zu sein. Glaube ich dir. Und irgendwann bin ich wach geworden und habe gesagt, weißt du was, ich mache jetzt einfach eine Runde. Ich versuche irgendwie 100 Leute zu catchen, die mir erzählen, wie die das Format sind. Aber an und für sich. Oh, hat irgendjemand was Profis gesagt? Bis jetzt. Ich habe bestimmt 30, 40 Leute schon drüber. Ja. Kaum. Also die Leute waren extrem verhalten, ein paar haben geraged, aber grundsätzlich hat sich kaum einer irgendwie so gesagt, ja, ein, zwei Leute haben gesagt, ja, es ist sehr skillvoll, aber die haben jetzt nicht so gesagt, dass sie es wirklich lebhaft oder geil finden. Also es geht wirklich halt sehr krass in diese Richtung, Händevergleich. Was hast du auch gespielt? Ich habe Tempai gespielt. Verständlich. Bro, ich bin ehrlich, das Deck, das fuckt mich einfach nur ab momentan. Ja. Also, so, es ist an sich halt ein cooles Deck, aber es ist einfach eine Gegenmaßnahme, wenn du sagst, du willst nicht das Geld für Team Smith Snake ausgeben oder du kannst es nicht. Es ist einfach so. Ich spiele auch Kashira und ich setze auf Shifter und bla bla. Und ja. Entweder hast du sie, also es bockt einfach nicht. Du hast so diese extremen Hardcounter, du hast aber nicht dieses, man spielt miteinander von rechts nach links rum. Also entweder du hast die Antikarten oder du hast die, eigentlich ist wie Stumdeck schon. Das ist wie Gimmick-Papa. So. Entweder die Leute schicken nicht first, dann meinst du, ich spiele Tempel. Die Leute geben First, spielen zum Beispiel Gimmick und FDK nicht. Hast du keinen Auto drauf, bist du raus. Also ist halt wirklich nicht so geil. Ja,
Gestern war noch geisteskranker Multimami Grind hier, Alter. Insane mit den Leuten. Insane. Ja. Gut, also ich sehe es nicht anders und ist cool. Also zum Glück sind so viele Leute hier, mit denen man sich unterhalten kann. Sonst hätte ich es gar nicht ausgehalten. Das Einzige, was mich hier hinbringt. Ja. Nur wegen den Leuten, wegen dem Spiel an sich. Weil ich darüber Content mache. Normalerweise habe ich jetzt 2,5 Monate. Ich hab vor ein paar Wochen noch überlegt, ob ich noch zu Weiß jetzt Frankreich oder Italien fahre oder fliege. Ich auch, ja. Ein Scheiß. Was bei dir? Echt? Hast du Spaß? Ja. Ja? Ja. Du spielst auch nicht Main Event, ne? Ich spiele auch nicht, aber ich spiele bei Tiny Events. Das ist halt mein Time Oder so. Deswegen hast du Spaß. Dann, okay, klar. Goldformat, ne? Nee, Edison. Edison, okay. 10 Jahre zurückgehend um Spaß. Ganz ehrlich, ja. Aber ich habe gestern den Tempo und Eintrag gesetzt, also ich spiele auch. Ah, okay. Okay, also. Alles High Rare wahrscheinlich bei dir? Ja, also wir haben auf jeden Fall Bock und ja, später dazu mehr. Oh Mann, bin auf jeden Fall gebrochen. Runde 4 war gegen Labyrinth Stun. Alle 3 Games hat er mir Skill Drain und Gozen gedrückt. Ich konnte einfach nicht mitspielen. Und jetzt stehe ich 2-1-1. Also super optimal auf jeden Fall. Geht. Läuft. Ja, läuft super. Ja, also Labyrinth Stun hat mir echt den Rest gegeben jetzt, ich bin echt gebrochen, war sogar knapp 2-1 verloren, also es war echt knapp, aber ja, wenn du dreimal Gozen und Skill Drain kassierst, ist echt schwierig, also oder? Die One-Off Gozen hat schon wehgetan, Skill Drain ist verständlich, das hat echt wehgetan, aber ja gut, also ich bin zwar gebrochen, aber eigentlich 2-1-1 ist noch alles drin, ich muss halt die nächsten 5 Runden halt wirklich gewinnen, oder zumindest 4 gewinnen, ein Unentschieden oder so, sonst kann ich es vergessen. Gehen auch in die Kamera, Mann. Ey, was geht? Wie läuft's, geht's hier? Ich bin jetzt gerade 2-mal gewonnen, 1-mal verloren und 1-mal drawing. Was geht bei dir? Oh, bei mir aus, Digga! Digga, ich will nicht gegen dich spielen! Vielleicht spielen wir aus mit den Unentschieden, oder? Man weiß es. Kommt vor. Cuttest du? Nee, links bei Mod macht das alles. Gut. Okay, bitte, Klaus, danke schön. Jubel Fiends mit. Du? Immer noch Gandora Cash. Nee, wie auch mit der. Ich verstehe nicht, wie dieser junge Dame kommt. Auf jeden Fall. Aber ich sag dir, was ich gemacht habe. Ja? Ich habe einen Uga auf einen Apo geworfen, der mit IT gemacht wurde. Wenn du das poppst, jetzt ist die Frage, wurde diese Apo eventuell doch zerstört? Nein, leider nicht. Mein Gegner war gut. Wir cutten das, du kannst die Wahrheit sagen. Mein Gegner war leider gut. Okay. So, jetzt ist bei mir aber Feierabend. Ich hasse das, bei mir kommt immer alles hintereinander. Ich habe 2 Siege an Unentschieden gehabt, jetzt habe ich 2 Niederlagen hintereinander kassiert, gerade gegen Finn Smith Senegal. Erstes Game war halt ja, relativ close, zweites Game komplett gebrickt, also dass es gar keinen Sinn mehr hatte. Und ja, machst du nichts. Also stehe jetzt 2 Wins, 1 Draw, 2 Losses. Ein theoretisch, wenn ich alles gewinnen würde, also heute noch 4 Runden und morgen noch die 3 Runden. Also das ist wirklich einfach 7 Games gewinnen hintereinander, um ja, noch theoretisch toppen zu können. Also in der Theorie ist es möglich, aber in der Praxis wahrscheinlich nicht. Aber ich spiele halt noch eine Runde, also solange ich noch einmal verliere oder einmal droppe, danach kann ich mit gutem Gewissen einfach droppen, weil Idesa Woodis hat trotzdem gut angefangen dafür, dass ich das Deck so random spiele. Mal schauen, was passiert. Wurde halt endgültig verkackt, und zwar habe ich gerade aber Table 600 gegen Dinos gespielt. Wieder im Timeout unentschieden. Da steht jetzt einfach fucking 2-2-2. Musst du dir mal geben. Finde ich irgendwie witzig, nimm's mit Humor. Also toppen kann ich nicht mehr, droppen werde ich aber auch nicht. Nee, glaube ich nur noch 3 Runden heute. Die ziehen wir noch durch und ja, es ist schon einfach gegen fucking Dinos. Er wollte mich im Timeout mit Gagaga Cowboy burnen, aber ich hatte nur Imperm. Auch gegen ihn habe ich in allen 3 Games keinen Shifter gesehen. Normalerweise sage ich immer, Shifter zu haben, nice to have, kann automatisch carryen. Aber ich bin nicht darauf angewiesen, Shifter zu ziehen, normalerweise. Bei dem jetzigen Format, abgesehen jetzt von den Dinos, bei dem jetzigen Format, ganz ehrlich, fühlt sich so an, entweder ich die Shifter oder hau rein. So, hab zwar auch einige Games ohne Shifter gewonnen, beziehungsweise ich habe eh kaum Shifter gesehen, aber ja, ich denke mal, so, wenn man wirklich irgendwie so einen Tag hat, wo man richtig lucky ist und einfach jedem Game oder zumindest einmal pro Match Shifter sieht, kann man halt echt so random mit voll vielen Decks einfach sogar toppen oder so. Also
ja, das gehört aber sehr viel Glück dazu. Gut, das war dann Runde 7. War Melodius pur. Brauche ich nicht erwähnen, dass ich wieder mal keinen Shifter gesehen habe, aber 2-0 gewonnen trotzdem, obwohl ich beide Male Second gegangen bin. Ist ja auch der Plan, aber ja, war relativ simpel, entspannt, ging schnell. Ich stehe jetzt einfach 3-2-2. Also, es ist so. Das ist so traurig. It is what it is. Es sind jetzt auch nur noch 2 Runden. Die nehmen wir mit. Wenn ich mit einem 5-2-2 rausgehe, crazy. Morgen dann noch 3 Runden, die ich dann wahrscheinlich nicht spielen werde, weil wenn es gute Side-Events gibt, dann gehe ich direkt rüber zu Side-Events. Aber ja, weiß ich jetzt nicht, wo Lawson und Co. sind. Lawson stand zuletzt 4-2. Ich hoffe mal, er hat jetzt ein 5-2 draus gemacht. Das bringt das Ganze nichts. Weil sonst kann er, glaube ich, auch nicht mehr toppen. Also wäre dann noch bei MGG. Daher, keine Ahnung. Also wäre vielleicht besser, dann könnten wir alle Side-Events. Ich habe gehört, es soll 3 gegen 3 und so geben. Und ja. Hey Bruder, wie läuft's? Unsere Flügel sind gestützt. Das Format muss ich unbedingt ändern, weil Yu-Gi-Oh! Ist gerade keine schöne Ordnung. Bei mir, also ich sag euch ehrlich, wenn ich nicht ein klein bisschen Cent mit dem Müll hier verdiene, ich wäre schon längst über alle Berge. Ohne Wissen. Lohnt sich nicht. Du bist ein Vögel aber treu geblieben. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch richtig geile Spiele gehabt. Ja. Aber Problem ist, dass jeder 20 Handshare spielt gefühlt. Ja. Und es kommt halt nur noch, es ist Handvergleich. Ja. Hast du mehr Handshare oder habe ich mehr Handshare? Ja. Okay, vorbei. Ist Yu-Gi-Oh! Bro. Kann ich auch nicht viel mehr zu sagen, bei mir ging es nur darum, ziehe ich Shifter oder nichts. Nein. Aber irgendwie habe ich noch nicht den Skill erlernt, ihn zu ziehen, von daher. Ja, das ist auch ein paar Kartentricks lernen. Aber hast du morgen Side Events? Ja, ich hole mir einen. Ich habe in Bologna mal SP geholt, ich hole mir nochmal sein. Super Sache. So Giant Cast, sagst du? Ja, wohl ein Giant. Hauptsache nicht mit leeren Händen geht. Maschine, willst du mal die auslassen? Ich habe verloren. Das ist sehr gut. Weißt du warum das sehr gut ist? Weil wir jetzt allesamt droppen können. Dann können wir auf Side-Events morgen fokussieren. Okay. Also ehrlich, also so eine schlechte Leistung. Auch wogegen hast du gespielt? Gegen Snake Eye Finsmith, letzte Runde. Ja. Ich habe erstes Game, habe ich ein bisschen übermütig gespielt. Ja. Also ich habe im Endeffekt das Rücken, also mein Gegner ist losgegangen, ich habe das Rücken. Ja. Ich greife an, drücke den Damage, kann ihn aber nicht runterdrehen. So, ich habe 2 Cash-Monster, ich habe eine Burp und im Endeffekt hätte ich alte Eidbox so liegen lassen sollen und einfach den Turn beenden sollen, aber ich dachte mir, okay, weißt du was, scheiß drauf, der wird eh so ein bisschen verunsichert, ich mache einfach mehr Metal und dann ja. So hat er 5 Effekte übrig und dann erst das Gefühl, also nicht 5. Der dritte Effekt hätte ihn halten müssen. So, das war halt das Ding. Und dann hat er halt im Endeffekt mit Feedsmith Engines geschafft, den sauber zu entfernen, als mit dem dritten Effekt. Ich hatte nichts zu reagieren, dann hat er mich gekillt. Wie gesagt, den Turn hätte ich nicht machen müssen. Ja, und Game 2. Mein Gegner hat alles gehabt und ich habe kein Cash-Monster gesehen. Also kein Fenrir, kein Unicorn, ja. kein Plant. War nichts. Ja, ja. Dann können wir ja in Ruhe droppen, I guess. Jede Sau wird es. Es läuft nicht immer. Hey, zu VIP. Hey, wie läuft's? 4-2-1. Hey, du musst noch nicht droppen, das ist gut. Ja, ja, das ist gut. Aber du hast 2 Unentschieden. Nee, oder? Ich hab 2 Loss. 2 Loss. Aber egal, das reicht noch. Also wenn du jetzt alles gewinnst? Ja, locker. Ja? Weil White Forest weggeklatscht. Ja. Erstmal ein bisschen Hoffnung machen, Digga. Ja, aber so, Mann. Probieren, Bruder, was? Und du auch schon raus, oder? Nein. Digga, warum? 4-2-1. 4-2-1. Digga. Ich bin einmal Day 2. Nur einmal. Bruder, warte, wir haben noch 2. Wir haben noch 2. Einmal will ich zumindest. Ja, mal gucken, 2 Runden haben wir noch. Ja. Vielleicht gewinne ich, wenn ich die gewinne, dann spiele ich nächstes. Ja, also wenn ich wieder zu Hause bin, übe ich, wie man Shifter zieht und dann machen wir nächstes Format. Ne? Aber ich will auf jeden Fall 5 Siege haben, damit ich den Jubelmeister in Neuburg. Ganz wichtig. Okay. Richtig und richtig. Das ist gut. Und dann morgen Side-Events reinballern, sagst du? Wenn ich Day 2 nicht schaffe, dann ja. Wenn ich Day 2 schaffe, spiele ich die. Ich bin optimistisch, dass du es nicht schaffst für dich, damit du nicht später, weißt du, zu sehr zu viel Zeit verlierst, dass du nicht genug Punkte grinden kannst. Gut, dann. Nein, gönn die mir doch. Gönn mir doch, dass ich Day 2 gewinne, ja. Auf 64 schaffe. Was ist denn los? Ach so, soweit habe ich gar nicht. Leute, bitte nicht abonnieren, weil ich
Also check die Millennium-Dinger zu. Aber ja, mal gucken. Mal gucken, wir schauen. Nein, ich bin schon so kaputt im Kopf, dass ich gar nicht an Tops denke, weißt du, deswegen. Aber gut, dass du motiviert bist. Ja, ich bin motiviert. Finde ich gut. Ich hab Bock. So Meta-Hure. Nein, das finde ich gut. Aber du bist ein Winterschieb, ne? Nein, ich spiel das zweitbeste Deck und nicht das beste Deck. Ja. Trotzdem Meta, oder? Mein Deck existiert gar nicht. Dein Deck existiert gar nicht. Ja, so in Runde 8. Easy geklatscht. Jay war dabei gegen Runic Stun. War richtig, richtig simpel. Keine Chance. Hugin liegen. Darauf ein Dark Ruler hinterher, Blitzsturm, fertig, jalla. Und ja, 4-2-2. Gleich nächste Runde, dann machen wir das 5-2-2. Und morgen machen wir das 8-2-2. So ein Ding ist das. Let's go. So, gerade gegen 60-Karten-Version von Ricka gezockt. Und ja, egal. Also, ich habe das Deck noch nie gecheckt. Werde ich auch nicht. Aber war so ein easy 2-0 Durchklatsche. Also, wir stehen jetzt 5-2-2. Wie gesagt, die Intention ist morgen daraus 8-2-2 zu machen. Fürs Deck-Profile, für den Content. Und danach gehen wir rein in die Side-Events. So ja, Rika, auch dabei gewesen, muss bei einer EM ja sein, Tradition. Und ja, hab ich noch gute Kurve bekommen, sag ich mal. So, ehrlich gesagt wieder. Für meine Verhältnisse sehr gut geschlafen. Kenne ich gar nicht so. Also, waren locker so 6 Stunden. Zweimal bevor. Und ja, also wirklich normalerweise, es bessert sich auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, je besser ich schlafe, umso schlechter wird meine Performance. Aber ja, ich stehe jetzt 5-2-2 halt, ne? Heute gibt es 3 Runden. Das heißt, wenn ich alle 3 gewinne, habe ich ein 8-2-2. Lawson steht 6-3, das heißt, er könnte 9-3 machen. Wird für die Tops nicht reichen. Also ein paar 9-3er kommen rein, aber da er in der ersten Runde verloren hat, keine Chance. Zumal sein Gegner halt auch schon gedroppt ist. Das weiß er schon Bescheid. Von daher, ja. Fahren dann jetzt los. Und erstmal das und dann nach den 3 Runden werden die Side-Events geballert. Es sei denn, ich verliere schon direkt, dann direkt Side-Events. Ich hab Bock. So, der Plan war jetzt eigentlich, die 3 Runden noch zu spielen. Und 8-2-2 rauszugehen. Aber da wir keine Chance mehr haben zu toppen, können wir auch nicht mehr weiterspielen. Also, wir haben einfach keine Matchups mehr. Das ist sehr ärgerlich. Ich wollte für das Deck-Profile noch 8-2-2 rausgehen. Wäre ja gut gewesen. Aber ja. Das heißt, wir gehen jetzt einfach instant in die Side-Events. So machen. Also, sofern. Jetzt auch direkt welche stattfinden, weil gestern war das halt leider nicht so. Sehr stark. Ja, gestern war das leider nicht so. Die konnte auf Toilette hier. Mal schauen, wie das heute aussieht. On Demand und sowas. Oder größere Side-Events. Whatever. Ja, ausgeschlafen bin ich für meine Verhältnisse. Was nicht gut ist. Und doch. Da wären wir wieder. So, Digga, ich bin langsam echt genervt, weil gestern gab es keine Side-Events, also nur ein paar. Alle anderen wurden abgesagt. Eigentlich war ja unser Ziel, hierher zu kommen und eigentlich eine Giant-Card oder so zu nehmen. Also klar, ich habe Main Event gespielt, aber ich war nicht so motiviert. Ich habe ja auch gesagt, hey, wenn ich irgendwie zweimal verliere, droppe ich einfach. Was ich ja gestern nicht getan habe, ich bin 5-2-2 rausgegangen, ich hätte schon lange gedroppt, aber es gab keine Side-Events. Und ja, entsprechend konnten wir keine Punkte sammeln. Und jetzt heute, also jetzt am Sonntag, am letzten Tag, jetzt gibt es Side-Events, aber alles dauert so lange, man kann unmöglich genug Punkte sammeln, auch wenn man richtig gut ist, auch wenn man die ganze Zeit gewinnt. Es dauert alles so fucking lange, das ist unglaublich. Also jetzt spielen wir, wie spät ist es? Viertel nach 2. Aber wir sind um 10 Uhr waren wir hier ungefähr. Und ich habe On Demand gespielt, bis jetzt nur eine Runde. Das war's. Also eine Runde On Demand, wenn du das gewinnst, hast du ca. irgendwie 9 Punkte oder sowas, keine Ahnung. Das war's. Ja, und jetzt wollen wir ein 3 gegen 3 Turnier spielen, was eigentlich um 14 Uhr anfangen sollen, was wieder eine halbe Stunde verspätet.
Und bis das vorbei ist, dann ist schon, keine Ahnung, Abend 18 Uhr, 19 Uhr oder so, ich weiß nicht. Und dann können wir eh nur noch ein, zwei Mal On-Demand spielen zeitlich und dann ist Feierabend hier. Also, und man kann unmöglich jetzt genug Punkte sammeln, um eine Giant Card oder eine Oversize Card zu nehmen. Und man darf nicht auch Punkte zusammenlegen. Das heißt, wir spielen als Team, wir gewinnen alle unsere eigenen Punkte, wir können sie nicht zusammenlegen. Also das ist, ich bin schon enttäuscht, also das bockt gar nicht. Ne, diese ganze lange Reise hierher. Mein Main-Ziel war, wie meine Community das weiß, habe ich oft genug auch auf dem Stream gesagt, war mindestens eine Oversize-Card zu nehmen, was so 45 Punkte kostet. Giant-Card ist nochmal so 120. Und eine Oversize hätte mir gereicht. Aber wie soll ich an 45 Punkte kommen, wenn das alles so eine halbe Ewigkeit dauert? Also, und am Ende hast du dann vielleicht ein bisschen kurz vor 45. Und dann ist es hier Feierabend und die Punkte verfallen. Es gilt nur für heute. Du kannst sie nicht zum nächsten Mal mitnehmen. Du wirst gezwungen, sie auszugeben für irgendwas, was du dann nicht haben möchtest. Also Orga ist echt, ja, unschön. Wirklich. Ja, einfach die komplette Halle wird geräumt, weil da oben irgendwas explodiert ist. Aber das hat einen Riesenkrach gegeben. So ein Feuerball, Junge. Hier ist alles voller Rauch, auch wenn man das jetzt nicht gut erkennt wahrscheinlich. Alles benebelt, die meisten Lichter sind ausgegangen. Ja, also kriegt auf jeden Fall gerade ganz schwer Luft. Daher evakuieren die jetzt gerade alles. Wir müssen alle rausgehen. Wir haben gerade unser Game tatsächlich beendet. Also ich habe gerade noch mal Gegner OTK'd und dann mussten wir raus beim 3 gegen 3 Event. Das heißt, wir haben jetzt gewonnen nochmal. Also wir stehen da jetzt 2-1 beim 3 gegen 3 Event, eine Runde noch. Aber ich weiß jetzt nicht, wie wir weiter verfahren werden. Also ja, keine Ahnung, wie das jetzt weiter geregelt wird. Wegen der letzten Runde, weil ich glaube, einige mussten ihr Game abbrechen. Weil wie gesagt, hier kriegt man gerade echt keine Luft da. Ungefähr hier oben ist das explodiert. Und wie gesagt, das war ein riesen Feuerball und ordentlich Rauch hier drin. Und es stinkt abartig. Ich habe schon die ganze Zeit was gerochen. Also es roch die ganze Zeit so, als würde jemand grillen. In den letzten halben Stunden so. Da war so ein Geruch in der Luft. Wir haben aber nichts dabei gedacht. Dann kam halt dieser heftige Krach. Es war schon insane. Also schon echt eklige Luft hier drinne, wirklich. Das ist, es brennt nichts. Also, Feuer ist halt gerade nichts, nur abartig viel Rauch. Hier aber nicht mehr. Ist so viel Chaos. Wie zu viel Chaos hier. Gar keinen Überblick mehr. Also hier kriegt man wieder auf jeden Fall besser Luft. Aber ja. Weiß ich nicht, wie die. So, das wäre dann auch geschafft. Den Weg nach draußen gefunden. Digga, das ist schon crazy, crazy laut, der Krach, ehrlich. Also immer noch keine Info, wie es hier weitergeht. Wir sind jetzt einfach wieder so hier drin, aber hier ist ja auch nicht das Problem. Das Problem ist halt in der Venue, wo halt wirklich gezockt wird. Ich schau mal, ob man mittlerweile rein darf. Ich denke nicht. Schon crazy, ne? Also jetzt zieht sich das noch mehr in die Länge. Also das hat sich sowieso alles in den Längen gezogen. Ganz ehrlich, das ist so ein Reinfall. Ja, ich denke mal nicht, dass das Konami jetzt was dafür kann, dass da irgendwas explodiert ist. Das zweifle ich, dass es deren Schuld war. Aber alles in allem echt nervig, Digga. Das ist hier einfach. Ah, okay. Wir dürfen auch nicht durch. Hier, bis hier und nicht weiter. Es ist gerade 18 Uhr. 18 Uhr. Ich weiß nicht, ob gerade Top 16 lief, Top 8 lief, keine Ahnung. Er hat sich recht Ja. Keine Ahnung. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das noch gehen soll. Also,
ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was deren Auftrag gerade ist. Irgendwie machen sie gerade eine Krisensitzung, irgendwie, ja, Situation einschätzen, weil ich habe auch keine Feuerwehr oder so gesehen. Ich weiß nicht, was sie da gerade machen. Ob die jetzt warten, bis der ganze Rauch raus ist, indem sie alle Tore da öffnen. Aber es nervt. Also, alles in allem, die Experience bei dem Event ist ein Reinfall. Ich gebe jetzt nicht die Konami dafür die Schuld, weil, wie gesagt, nur, es ist einfach nur im Gesamten einfach eine Enttäuschung mehr. So, wir gehen jetzt wieder rein, mal gucken. Hi. Draußen sind jetzt deutlich weniger Leute. Ich weiß nicht, was los ist. Auf jeden Fall, wir hatten ja kurz bevor wir raus evakuiert wurden, haben direkt kurz davor ein 3-3-Game gewonnen. Also das heißt, wir haben sogar basically 3-0 gewonnen. Hand wurde gegeben. Wir konnten Ergebnis aber nicht eintragen, weil Rosses Akku leer ist. Habe ich meinen Gegner darum gebeten einzutragen. Sagte, nö, ich trage nur nicht ein, wenn ich verliere. Richtiges? Naja. Auf jeden Fall, ich konnte mein Handy aufladen, haben wir eingetragen, aber so wie ich es verstanden habe, werden die Side-Events wohl nicht mal mehr weitergehen. Wir erfahren gleich mehr, also Katastrophe, Digga. So, wir dürfen tatsächlich rein. Ich weiß trotzdem nicht, wie es weitergeht. Ich denke mal, jeder wird irgendwie zu Judges laufen und fragen. Keiner wird eine Antwort haben, nehme ich mal an. Also wir müssen auf ein Announcement warten, vermutlich. Naja, Hauptsache, es geht weiter. Aber viel wird da nicht gehen, also ja. Hier wird da nicht noch zu zocken sein, außer Main Event. Ich glaube nicht, dass wir jetzt großartig noch On Demand oder so spielen können. Der Zeit ist sehr stark. Wenn dann nicht mehr lange zumindest. Ne? Hier ist es auch. Es geht! Hier ist es auch maximal leer, Digga. Also. Look at this, es ist einfach verlassen. Ja, ja, geh schnell hin, lad dein Handy. Wir gehen mal zu den Caster. Also hier ist wirklich so schön leer. Es ist sehr gute Luft gerade hier drin. Wurde auch gelüftet, weil logischerweise hier halb schon basically gebrannt hat. Also war ordentlich viel Rauch. Aber man merkt, dass hier gut gelüftet wurde. Es ist sehr fresh hier drin. Endlich mal und es geht hier tatsächlich in den Pizza-Match weiter. Also hier wird gerade gezockt, die Jungs sind am Kommentieren. Lampi sehe ich gerade nicht, keine Ahnung. Ja. Wer spielt denn gerade? Auf jeden Fall, wir hauen jetzt ab. Wir haben noch unsere Preise bekommen, also wir haben diese roten Sleeves genommen von der letzten deutschen Meisterschaft. Haben sie auch direkt vertickt beim Händler, 20 Euro das Stück. Ich habe 2 Packungen bekommen, Jay hat eine Packung bekommen, Lawson hat 2 Packungen bekommen. Das heißt, wir hatten 5 Packungen, das macht dann Muni. Ich hatte noch eine Quarter Century gezogen, die LZ. Habe ich dafür insgesamt auch 45 bekommen. Also ich habe auf jeden Fall alles wieder raus, was ich hier für Turniere ausgegeben habe. Main Event war eh kostenlos. Für die Playmat habe ich behalten. Die Playmat vom letzten Jahr habe ich hier noch vertickt. Also ich habe hier so vieles weggegeben. Und für mich war das Event eigentlich so plus, was das angeht. Aber in der hätte ich in der Zeit gearbeitet, hätte ich deutlich mehr. Also das war schon ja, einerseits schön, andererseits echt enttäuschend. Mein Akku ist auch schon fast leer von der Kamera, aber wir fahren jetzt auch los, zurück nach Kiel. Vorher natürlich hier irgendwo in Berlin was essen, aber ja, wir sind fertig. Wir gehen jetzt raus aus der Location. Ich glaube, da läuft gerade gleich Top 4 vom Main Event. Und ja, alles vorbei. Es gibt keine Zeit mehr. Wie gesagt, jeder hat seine Preise abgeholt. Für uns gibt es hier nichts mehr zu tun. Ob ich jetzt irgendwie zu YCS nach Frankreich oder Italien fliege, weiß ich nicht, ob ich Bock drauf habe. Es kann sein, dass es für dieses Jahr mein letztes großes Event war und erst im nächsten Jahr weitergeht, weil ja, keine Ahnung, Format ist blöd, Bandless wird demnächst kommen, was die machen wird, ist eine Sache, wie die Flüge nach Italien schrecklich Frankreich sind, eine andere Sache, wird sich dann zeigen. Aber hey, alles in allem, es hat Spaß gemacht.
Jubel, es hat Spaß gemacht, weil einfach nur so viele Leute getroffen. Das ist das, was zählt. Gutes Gameplay war okay. Deck hat's geborgt, hat Spaß gemacht. Vielleicht mache ich davon Deck vorbei, auch wenn es nicht wirklich erfolgreich war. Aber ja, ich habe sehr viele Leute getroffen, sehr viele Creator auch getroffen, wirklich. Gefühlt jeden Streamer, Content Creator, den ich vorher noch nicht gesehen hatte oder mit dem ich noch nie unterhalten hatte. Das ist mit jedem gechillt, schöne Zeit miteinander gehabt. Wir haben eigentlich alles getan, außer Yu-Gi-Oh! Spielen irgendwie, gefühlt. So, wir haben auf jeden Fall deutlich mehr geschnackt und gegessen und gelacht als Yu-Gi-Oh! Spielen. Bei Yu-Gi-Oh! Kannst du aktuell auch nicht gut lachen. Ja, ich habe genug geredet, wir fahren jetzt los. Peace!